Grüß Gott, mein Name ist Pater Hermann Ling aus Dorsten. Wir haben heute den 11. Januar 2021. Ich habe heute eine Pressemitteilung veröffentlicht. Katholische Kirchengeschichte von Meinrad Bader zu Kreuzzügen, Hexenhammer, Inquisition und mehr. Ich biete jetzt auf der Seite oder via der Seite glaubenskunde.de dieses Lehrbuch der Kirchengeschichte von Pater Meinrad Bader zum Download an. Das hier ist die 10. Auflage von 1925. Die erste Auflage war 1892 und der Autor war Prior am Stift Stams und ist 1930 verstorben. Das Buch ist sehr, sehr gut gegliedert. Also am Anfang ist ein ausführliches Inhaltsverzeichnis mit den einzelnen Themen und Paragraphen, Kapiteln, sehr schön gegliedert alles. Und am Schluss ist auch ein alphabetisches Register, wo man dann eben zu bestimmten Stichwörtern Seitenzahlen findet, wie eben Kreuzzüge und Hexenhammer und Inquisition. Das Buch ist sehr beliebt gewesen damals. Es hat sehr viele Empfehlungen bekommen. Hier am Anfang zum Beispiel steht eine besondere Empfehlung von der apostolischen Administratur. Und das ist aber dann leider etwas in Vergessenheit geraten. Man findet es allerdings noch immer ziemlich häufig auf den typischen antiquarischen Seiten. Also ich habe jetzt drei Stichwörter auch in der Pressemitteilung erwähnt, eben Kreuzzüge, Hexenhammer und Inquisition. Natürlich hat die Kirchengeschichte noch viel mehr zu bieten und viele andere Schlagwörter werden gegen die Kirche gebracht, also auch zum Beispiel Ablass und so weiter. Deswegen ist es wichtig, sich zu informieren. Wir haben nichts zu verbergen, ja. Die katholische Kirchengeschichte ist natürlich auch eine Geschichte von Menschen. Das ist richtig. Und Menschen sind Sünder. Und ich sage immer wieder mir selbst, es hat viele Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, was Vatikan II bedeutet. Ja, und ich mache mir deswegen Vorwürfe und ich habe das auch gebeichtet, dass ich damals Vatikan II unterstützt habe. Und das ist auch etwas, was ich in der Pressemitteilung als drittes erwähne, eben das Thema Inquisition. Was war denn wesentliches Element von Vatikan II? Ja, natürlich die Abschaffung der Untersuchung. Inquisition heißt Untersuchung. Die Abschaffung der Untersuchung, was ist wahr, was ist falsch. Das Volk muss vor falschen Lehren geschützt werden. Und da muss man unterscheiden. Also die Kirche ist unfehlbar. Wenn sie eine Lehre verkündet, die in der Offenbarung enthalten ist, dann muss man das glauben. Ja? Also wenn man das nicht mehr glaubt, wenn man das anzweifelt oder bestreitet, dann ist man kein Mitglied mehr der Kirche. Wenn man sündigt, ist man normalerweise weiterhin Mitglied der Kirche, es sei denn, es wird eine Exkommunikation wegen einer besonders schweren Sünde ausgesprochen. Aber an und für sich, auch verbrecherische Menschen bleiben Mitglieder der Kirche, aber ihr Lehrer bleiben eben nicht Mitglieder der Kirche. Und wer sich zu Vatikan II bekennt, steht außerhalb der Kirche. Also immer unterscheiden und vor allem auch immer daran denken, dass man selbst auch Sünder ist. Also natürlich bin ich nicht stolz darauf, was die Kirche zum Beispiel während der Kreuzzüge oder der Hexenverfolgung zum Teil da an furchtbarem Schaden angerichtet hat. Aber ich bin auch nicht stolz darauf, was ich in meinem Leben an Sünden begangen habe. Und genau das muss man unterscheiden. Die Kirche ist heilig, insofern sie die von Christus gestiftet ist und die wahre Lehre verkündet und die Heilsmittel anbietet, die Sakramente. Ja? Und wenn man in Sünde fällt, also sich von dem Gnadenleben trennt, das Gnadenleben verliert, bleibt man normalerweise jedenfalls noch immer Mitglied der Kirche. Und man hat innerhalb der Kirche noch immer die Möglichkeit, wieder das Gnadenleben zu erlangen, eben durch die Beichte. Und gegebenenfalls vollkommene Reue, wenn die Beichte nicht mehr möglich ist. Das ist eben ganz wichtig.
Ja, man muss einerseits wissen, was wirklich passiert ist in der Kirchengeschichte. Und wenn man dann, was eben zuzugeben ist, ja, damit konfrontiert wird, dass in der Kirche Sünden begangen wurden, dann muss man daran denken, dass das Wesen der Kirche und zum Wesen der Kirche die Heiligkeit gehört. Aber dass in der Kirche sündige Menschen agieren und diese Sünden der Kirche sind die Sünden der Menschen. Und das Werk, das heilige Werk der Kirche ist das Werk Gottes. Und damit schließt auch dieses Buch, also es ist ganz wunderbar geschrieben, ganz großer Trost auch für viele, die sich auch spirituell erbauen wollen, über das rein historische hinaus, dass er damit schließt, dass eben in der Kirche das Walten der göttlichen Vorsehung das ist, was uns so erbaut. Und daran sollten wir denken. Und deswegen ist es wichtig, solche Bücher wie dieses Lehrbuch der Kirchengeschichte zu kennen.